We all love to hear this story. In scary tales about the vicious witch Drosera, who betrayed her own kind and started a brutal war. In majestic songs about the brave king and his men who stood against the vile witch. In whispered poems about the mysterious alchemists who created the chasm mirror, a portal to another dimension. In colorful paintings of the final battle where Drosera was captured and imprisoned with all its power. We all know this story. But I bet you didn't hear what happened after. Such a pity, because that is far more interesting than you might expect. Und hallo und willkommen zurück zu einem neuen Wimmelbildspiel. Lost Grimoire 2, Spiegel der Dimensionen. Dann zocken wir gleich mal rein. Was sind wir denn hier? Ich glaube, Standard lassen wir, oder? Fortgeschrittene, ja, aber, Fortgeschrittene weiß ich eigentlich auch, aber was gibt's denn da irgendwie so einen Unterschied? Eigentlich nicht, oder? Aktive Zone. Achso, hier muss ich umschalten. Was haben wir hier? Da ändert sich da unten was. Aktive Zonen schimmern nicht, werden aber auf der Karte ausgewiesen. Okay. Wimmelbildpuzzles werden mit einem Glitzereffekt hervorgehoben. Es gibt eine leichte Fehlerstrafe in Wimmelbildszenen. Was? Es erscheint ein Plus-Symbol, wenn man mit den Kombinationsgegenständen eine Aktion durchgeführt werden kann. Okay. Keine Fehlerstrafe in Wimmelbildszenen. Es erscheint ein Plus-Symbol. Wir lassen es mal auf Standard. Ich bin ja hier, um das zu genießen, ein bisschen zu chillen. Die Musik ist ein bisschen laut, muss ich zugeben. Aber müsste eigentlich gehen. Ist ja schließlich ein Wimmelbild-Chill-Game. Zumindest sehe ich die Serie so. Und ich hoffe, ihr auch. Dann nehmen wir gleich los. After 4 years of war with Drosera, we finally drew a deep breath and tasted peace. En route back to the capital, our king fell ill with a grim sickness that dismantled his body and mind. Back then, I was the personal medic of the king and his son, Prince Fern. I tried for days, but I couldn't find a cure for his pain. Auntie, Auntie, wake up, please. Was? Wie? Wo? Möchtest du mit interaktiver Anleitung spielen? Ich glaube, so langsam habe ich so ein bisschen den Dreh raus. Ist ja auch schon der dritte Teil, den ich jetzt zocke, zumindest Wimmelbildspielmäßig. Machen wir mal nein. Bin ich sicher? Ja, ich bin sicher. Okay, was gibt's denn? Prinz Fern, what happened? Why do you wake me at such a late hour? I couldn't sleep. There is a monster scraping under the floor. It was only the wind. Come, I'll make you some cocoa. You'll feel better. Der gute alte Kakao, da ist er wieder. Heitere Prinz Fern mit etwas heißem Kakao auf. Okay, dann müssen wir natürlich alchemistisch herstellen. Ich sehe ich doch schon hier. Da sehe ich schon eine Mühle. Das heißt, wir brauchen Kakaobohnen, die wir... Warte mal, hier ist ein Streichholz. Okay. Das brauche ich gleich. Was ist da drin? Weiß ich nicht. Ja, da kann man etwas zermahlen. Wir brauchen Kakao. Welche haben wir schon mal? Habe ich hier noch irgendwas anderes? Nee, ne? Was haben wir hier? Ein alter Destillierkolben. Ich kann damit Öle aus Pflanzen und Kräutern herstellen. Kristallen wollte ich gerade sagen. Kakao. Wo habe ich denn hier? Natürlich, in der Küche, ne? Das ist eigentlich mein Alchemiegarten. Da ist ein Löffel. Okay, den brauche ich den? Nein, eigentlich brauche ich den noch nicht, ne? Den brauche ich nachher zum Umrühren. Wir brauchen erstmal eine Kakaobohne. Wo kriege ich denn eine Kakaobohne her? Da oben. Was denn auch sonst? So, jetzt kommen wir hier und so. Dann malen. Alles klar, und los geht's. Sehr gut, gemahlener Kakao. Dann, ja, was brauche ich denn jetzt noch?
Ich muss jetzt eigentlich noch Wasser haben. Haben wir noch irgendwo ein bisschen Wasser hier? Wasser, Wasser. Hier hängen auch noch so viele Sachen rum. Irgendwo brauche ich noch ein bisschen. Was haben wir da? Das ist eine Lampe. Toll. Ich muss doch noch irgendwo Wasser haben hier. Was habe ich denn hier? Huch. Das sieht nach, ich habe immer etwas extra Milch unter meinem Bett stehen. Man kann nie wissen, wann man nachts Durst bekommt. Okay, das ist abgefahren. Ich habe die jetzt nicht unbedingt unter dem Bett stehen, aber ist okay. So, mache ich jetzt den Kakao da rein? Nein, ich muss erstmal die Milch warm machen, fürchte ich. Kann ich die Milch da einfüllen? Hm, das wird nicht funktionieren. Ich muss mir etwas anderes überlegen. Die muss aber warm sein. Das muss ja schließlich warmer Kakao sein. Das anmachen? Zuerst sollte ich etwas in den Destillierkolben geben, ansonsten könnte das Glas zerbrechen. Ja, das, ich würde ja gerne den Becher mit Milch da reinkippen. Ich brauche, lass mich raten. Geduld, das sage ich fern immer. Okay. Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Das war das Streichholz, was ich nehmen kann. Ha. Ich, ja. Da geht schon los. Ich brauche... Was brauche ich denn noch? Noch irgendwas? Irgendwas vergessen? Was ist denn hier noch? Oh. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Die alte Werkzeugkiste fällt auseinander. Ich muss etwas finden, das mir hilft, den Deckel zu öffnen. Wie wär's mit dem Löffel? Eigentlich ist der Löffel zum Umrühren gedacht, aber... Ich kann den Löffel nicht mitnehmen. Okay. Ach, dann stelle ich den einfach hier drauf. Das geht auch. Das ist ein ziemlich großer Becher. Kakao rein? Interessante Idee, aber ich fürchte, diese beiden Dinge passen nicht zusammen. Wieso nicht? Dann rühre ich ein bisschen um. Zuerst muss die Milch erhitzen. Dann pusten wir ein bisschen. Sehr gut. Jetzt umrühren. Ich benötige das gemahlene Kakao. Mann, du bist aber auch wählerisch heute. Okay, Kakao rein. Der gute Kakao mit Milch. Ich muss zugeben, wir haben den immer mit ein bisschen Wasser gemischt noch. Beziehungsweise eigentlich Wasserkakao gemacht und mit Milch gemischt. Ist, naja. Okay, heißer Kakao. Bitteschön. Thank you. It's delicious. But look what happened to Blower. This monster broke it. Let me see. I bet that mechanism is faulty. I'll fix it in a minute. Okay. Ich frage mich ja, obwohl sie sagt Tante, bin ich denn die Tante oder bin ich hier die, der Charakter aus dem ersten Teil? Da war ich noch so jung, glaube ich, ne? Aber kann ja sein, es sind ja schon ein paar Jahre vergangen. Untersuchen, okay, dann untersuchen wir mal. Was hast du denn für ein Problem hier? Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Tür auf. Die Metallfedern sind verrostet, ich muss diese alten Teile auswechseln. Na, großartig. Okay, das geht. Federn auswechseln. Ja, dann, wo habe ich denn? Ich habe auch Federn immer mal parat hier. Tja, kann ich das, wie kann ich das denn aufmachen? Halterung, kann ich die da dran? Ja, perfekt. Ein Schraubendreher. Okay, ein Schraubendreher bringt mich, wie weiter? Zum Lagerplatz. Stop! Who goes there? It's me, the King's medic. Is there any news? Sorry. Didn't see you in the dark. It's a calm, peaceful night. Seems the king is recovering well after your treatment. I hope so. Enough of this wandering. It's time to go home. Ich will aber gar nicht nach Hause. Ich will noch, ich brauche noch, ach du meine Güte. Eine gute Karte ist von unschätzbarem Wert. Das stimmt. Eine Karte ist immer von unschätzbarem Wert. Da sind noch Teile, siehst du. Ich wusste doch, ich muss nach draußen gehen. Wer baut denn so viel Schlüssel an eine Kiste hier? Ich brauche einen Schlüssel zu diesem großen Feuerschlüssel. Du brauchst noch viel, viel mehr. Wäre es nicht einfacher hier? Ah ne, das geht gar nicht. Moment mal, wie geht dieses Ding überhaupt auf? Wenn die Schlösser hier oben alle dran sind, dann muss man das doch hier aufmachen, oder sehe ich das falsch? Außer wenn klappt das jetzt hier auf, dann machen die ganzen Schlösser irgendwie keinen Sinn. Das ist irgendwie... Okay. königlicher Kutschwagen. Ich brauche... Ich habe eine von zwei Federn. Da liegt doch noch irgendwas bei dir vor den Füßen da, ne? Oder was ist das? Ich weiß es nicht genau. Kann ich nicht noch eine Feder hier ansammeln? Nein, das wird zu einfach. Okay, dann gehen wir zum König. König ruht jetzt. Es besteht keine Notwendigkeit, ihn zu stören. Okay, das heißt, dahin gehen darf ich nicht. Was für ein tapferes Rentier. Ohne sie würde sich unsere... Was? Ohne sie würden sich unsere Kutschen nicht bewegen. Mann, ich hab's schon wieder.
Komm, wir gucken mal ein bisschen, was ist denn hier noch drin? Der Schnee ist zu kalt, um mit bloßen Händen zu graben. Komm hier, nimm das. Ja, ja, Geduld, okay. Dann lass uns mal durchs Fernglas gucken. Das ist eine schöne Aussicht von hier, aber ich habe wirklich keine Zeit für so etwas. Schade. Ich kann nur da gucken. Die Musik ist schön. Das ist, da ist ein Greif auf dem Schild, das Wappen der Familie des Königs. Ein Greif. Okay. Das Feuer. Oh, da liegt noch was. Hier, guck mal, eine Schere. Ich habe zwar keine Ahnung, wozu ich eine verrostete Schere. Jetzt kommen aber die ganzen verrosteten Sachen zusammen. Ich kann mit dir noch mitreden. Ich habe meine Feldflasche irgendwo verloren. Wenn du sie findest, gib sie mir bitte. Die ist bestimmt hier. Das könnte eine Feldflasche sein. Vielleicht. Ich weiß nicht, aber wozu ist dieser Gnummel da oben dran? Ich weiß es nicht. Ja, also, da kann ich nichts mehr machen. Da oben war ja auch nichts. Ich darf da nicht hingehen. Darf ich mit dir reden? Die treuen Wachen des Königs, immer auf ihrem Posten. Ja, so sollte es auch sein, nicht wahr? Ich gehe mal wieder zu... Ups, da bin ich wieder. Du bist hier noch im Kakao trinken, das finde ich gut. Da liegt... Keine Feder. Hm. Ich brauche noch eine Feder, Mensch. Da drin liegt auch keine mehr? Okay. Wo würde ich noch eine Feder... Da oben. Du siehst auch nicht mehr so gut aus. Was ist mit dir denn passiert? Die ist schon lange kaputt. Oh Mann. Ja, dann... Ist das ein Wagen? Da ist eine Feder Nummer 2. Das ist ein Wagen, glaube ich, oder? Krass. Ich glaube ja nicht, dass das hier ein Häuschen ist. Okay, dann hauen wir die mal rein. Perfekt. Dann kannst du den Vogel wieder haben, bitteschön. It works better than the last time. One day, I'll get a real bird. I need to show it to my dad. It will make him feel better for sure. Better not disturb him. Fern, wait. Stay right here. Zu spät. Und lass mich raten, ich muss jetzt hinterher. Ich habe eine rostige Schere. Hm, brauche ich ein bisschen Öl für. Warte, Fern, komm zurück. Der kleine Prinz ist sehr unternehmungslustig. Ich hab's heute, ich lese heute irgendwie ganz schlecht. Es wird sich eines Tages, er wird sich eines Tages in Schwierigkeiten bringen. Tut mir leid, wenn ich das manchmal so ein bisschen unter zaghaft lese, dann ich versuche das mir ein bisschen vorzulesen, aber das kommt dann immer nicht am Mund an. Das ist manchmal ein bisschen doof. Auntie, please help my father. He's having a nightmare. Okay. Sein Atem geht schneller und das Gesicht ist ganz blass. Und jetzt? Kann ich nicht, da. Oh je, was ist das? Was für ein Chaos. Ich muss meine eigentlich ein bisschen Geräte einsammeln. Ja. Was muss ich denn einsammeln eigentlich? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung gerade. Das ist ja echt ein Chaos hier. Jedes Teil meines Stammes ist mit einem bestimmten Objekt versiegelt. Aber wo habe ich sie? Ach so, ich muss die jetzt hier raussuchen. Okay, dann habe ich es geschnallt. Da ist ein Greif, der kommt dahin. Trompete, Zahn, Mörser und Stöße. Wer baut denn sowas? Okay. Da. Trompete, okay. Ein Goldzahn. Ja, kleiner ging es aber, glaube ich, nicht, oder? Mörser und Stößel muss doch eigentlich sichtbar sein. Da. So, wo könnte sich ein Goldzahn verstecken? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Der ist eigentlich nicht gut. Okay, er ist groß. So, und jetzt muss ich einen Drachen haben. Das ist aber kein Drache hier, ne? Nein. Wo versteckt er sich denn? Drache, wo bist du? Da hinten liegen auch noch Sachen. Da bist du. Siehst du, Jade-Drache. Hätte ich drauf kommen können. Ich brauche eine Spritze. Eine Maske. Und Gräten. Wo ist denn hier ein Fisch? Ist hier ein Fisch? Gräten. Gräten. Ja. Geräten, da ist ein Mond. Da sind aber keine Geräten drin, ne? Nein. Wäre auch zu einfach. Die Musik ist toll. Bitte schon erwähnt. Geräten. Ich sehe ich vor lauter Sachen, sehe ich die Geräten nicht. Sind es denn Fischgeräten oder ist es denn irgendwas anderes? Geräten. Da unten ist eine Feder. Nope. Da ist nix. Da sind immer noch Dingens.
versteckt man denn sowas? Da ist auch noch was. Aber keine Geräte zu sehen, das muss ich zugeben. Oder ich bin blind. Ich bin wahrscheinlich blind. Ich krieg das noch hin. Geräten. Mir fallen jetzt nur Fischgeräten ein, aber die sind verdeckt, wenn ich das richtig sehe, weil es ist orange. Das heißt, ich muss irgendwas wegräumen. Ist denn hier irgendwas zum Wegräumen? Da? Fischschuppe? Die ist kalt. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich zugeben. Eine Meerjungfrau habe ich schon gefunden. Ein Stethoskop. Brauchen wir jetzt. Ein Stethoskop ist hier. Eine Waage. Das ist eine Waage. Ne, das ist eine Waage. Ein Gewicht fehlt. Was? Das da. Es fehlen immer noch Gewichte. Was? Gewichte. Gewichtige Sache ist das hier. Das sind keine Gewichte. Da ist ein Knopf. Der Knopf ist wichtig. Nein, da ist noch ein Gewicht. So, jetzt aber. Ein Kerzenhalter liegt hier. Und jetzt brauche ich was ist das hier? Ein Vogel? Das ist ein Vogel. Ein Phönix. Eine Schriftrolle. Das ist keine Schriftrolle, das ist ein Schriftstück. Das zählt aber, glaube ich, nicht, oder? Ne, das zählt nicht, okay. Eine Zange haben wir hier. Traumfänger haben wir hier. Und die Schriftrolle, dreimal darfst du raten, ist... Ich sehe sie gerade nicht. Schriftrolle ist eigentlich eingerollt. Das ist ein Buch. Hier unten auch nicht. Nee, das sieht nicht so aus. Die ist bestimmt wieder vorne meiner Nase und ich sehe es aber nicht. Das ist immer das Problem. Man sieht immer alles, aber auch irgendwie doch nicht. Das ist aber keine Schriftrolle, oder? Es ist eine Schriftrolle. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Alchemie! Neues Objekt. Errungenschaft freigeschaltet. Makellose Bilanz. Ach ja. Na gut, das kommt nur, weil wir auf Standard spielen. Sonst hätte ich hier schon längst verloren. Alchemie. Ach ja, ging das wieder los? Ja. Ich bewahre Rezepte für die Mixturen, aber wir haben noch gar keine Rezepte, ne? Nee, noch nicht. Okay, dann muss ich wieder zurück. Erstmal hier gucken. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ich brauche noch irgendwas. Was ist denn hier los? Da liegen noch Sachen. Das muss ich mir mal anschauen. Aber ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.